Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Sail Trader Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen bei FX Sled. Und natürlich, und ich glaube, ich brauche das gar nicht mehr erwähnen, selbstverständlich mit Dirk Hilger. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße den Namen von FX Sled. So, wir schauen uns den Risikohinweis an. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken, bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, auch wenn der Dirk vielleicht heute den einen oder anderen Trade macht. Ganz wichtig. Gut, ja schön, da kommen ja noch Teilnehmer rein, Dirk. Ich übergebe sehr gerne den Bildschirm. Heute kann es ja nur noch besser werden im Vergleich zu gestern, deswegen wünsche ich viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Moment, 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 Moment. Tatsächlich was vergessen umzustellen. Moment. Jetzt hast du die schöne Choreografie kaputt gemacht. Ja, verdammt. Das kann ich gut, ne? Ich weiß. So, jetzt mal gucken, ob das so stimmt. Könnte ja sein, dass da ausnahmsweise mal was da ist. Einen wunderschönen, guten, verschlafenen Morgen hier zum Live-Trading, zur Markteröffnung mit euch und mit FX Flat und meiner Wenigkeit. Ich musste heute wirklich, ich habe vorhin den Wecker ausgedrückt, ne? Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Hatte irgendwie dann halt so im Tiefschlaf völlig vergessen, dass ja heute tatsächlich irgendwo noch Live-Trading-Webinar ansteht. Und entsprechend musste ich mir auch gerade erstmal die Streichhölzer aus den Augen rauspulen. Ich hoffe, es ist trotzdem einigermaßen erträglich. Bin ich der Einzige, der so verpennt aussieht. Aber ich bin ja dann der Einzige, den man dann so verpennt sieht. Aber das ist halt dann eben der Nachteil an der Geschichte. Also ich werde hier ein bisschen Kaffee brauchen, um durch die Nummer hier durchzukommen. Aber Nelson, weißt du, was wir machen müssten? Unbedingt. Ja, es gibt ja auch, jetzt selbst kommt's. Bei, ohne hier den ganzen Technik-Klimbim, gibt es ja auch bei GoToWebinar so eine Webcam-Funktion. Ich wäre sehr dafür, dass du die jetzt mal einschaltest. Ich hab's befürchtet, aber meine Webcam ist natürlich kaputt. Keine Ausreden. Und bis Also zum nächsten wir Mal. Können ja bis mal zum eine nächsten Umfrage Mal. machen. Wer ist dafür, dass der Nelson jetzt hier seine Webcam einschaltet? Also ich glaube, da kommen nur begeisternde Rufe. Ja, ich will, ich will, ich will. Okay, Kompromiss. Nächstes Mal habe ich mich schön gemacht und dann mache ich auch die Webcam an. Okay. Na gut, so. Kurze Rede, kein Sinn. Oder so ähnlich heißt das unter Sprichwort. Ja, so. Also, der liebe DAX, ich muss hier mal irgendwie auch die Fragen aufmachen, ist natürlich erlaubt, hier zwischendurch auch mal was zu fragen. Moment, ich muss jetzt nur, glaube ich, ganz kurz meinen Schirm verstecken. Nicht, dass hier was zum falschen, ne, passt. Fenster aufploppt. So, da ist ja richtig was los. Ja, das kann ich mir schon denken. Das sagen schon einige. So, wenn ihr wüsstet, wie wir hier aussehen oder wie hier sitzen. Ja, das ist, kann ich mir vorstellen oder will ich mir gar nicht vorstellen. Haar sitzt, alles gut. Ja, das ist halt echt so. Ne? Man muss halt morgens schon irgendwie, da muss man sich dran gewöhnen, genauer in den Spiegel gucken und holt sich dann den ersten Schreck des Tages ab. Das ist dann halt der Nachteil, wenn man hier mit Kamera und Co. halt arbeitet. Aber andere machen das ja mittlerweile auch. Habe ich ja schon gesehen, aber natürlich nicht so schick wie wir. So, also, der DAX, ich muss mich hier echt gerade, es ist nicht gelogen, ne? Ich habe vorhin wirklich, ein Wecker hat geklingelt und irgendwie so im Halbschlaf habe ich gedacht, ich weiß nicht, was ich gedacht habe, ich habe ihn auf jeden Fall sofort ausgedrückt. Und dann ist mir irgendwie siebenteils dann doch noch eingefallen, der hat ja gar nicht aus Versehen geklingelt, das hatte seinen Sinn. Entsprechend bin ich wirklich gerade nicht so ganz sortiert noch, das dauert noch irgendwie einen Moment. Und ich hoffe, ich kriege das noch halbwegs hin. Was hast du denn gemacht, hör mal? Hast du an dem Gar nichts. Footprint-Add-on gearbeitet? Ja, genau. Nein. Immer schön in die Wunde rein. Nein, ich eigentlich gar nicht viel. Ich war gestern Abend irgendwie nur was Kleines essen, war natürlich sehr früh zu Hause. Ich habe auch den Blog noch geschrieben, aber ich habe die letzten Tage so ein bisschen wenig geschlafen. Und das hat sich wohl gestern Nacht irgendwie nachholen wollen. Aber ja, wäre auch beinahe was draus geworden, nur wären wir dann halt nicht hier, ne? Wenn ich das komplettiert hätte.
So, aber ja, ist ja auch ordentlich was los hier. Nee, Spiegel gibt es nicht mehr. Ich weiß, ich sehe hier dann meinen Livestream. Das ist viel schlimmer als jeder Spiegel. Ich sag's dir, wenn du das dann halt ertragen musst. Ja, aber den Nelson, ne, weiß Bescheid. Also, nächstes Mal kommst du nicht mehr drum herum. Ja, ist in Ordnung. So, guck mal, der DAX, der ist schon oben rausgelaufen. Das ist halt das Bild vom letzten Live-Trading-Webinar. Ist also ein bisschen was passiert. Aber, Moment. So, erstmal hier kurz sortiert im Tageschart. Das ist ja auch letzten Endes das Hauptbild dann auch aus dem Block, so ungefähr zumindest. Hier fehlt nur eine, sehe ich gerade. Moment. Ne, da ist es. So, Le DAX im Tageschart. Also, dass das Ding halt im Long-Modus ist, muss man, glaube ich, keinem irgendwie großartig erklären. Die Frage ist, wie weit reicht der halt? Ne? Ich habe hier bei 799 und 738 hatte ich ja so meine zwei Punkte letzte Woche. Ich hoffe, das ist alles groß genug. Wenn nicht, bitte einfach beschweren. Volumen brauchen wir ja auch nicht. So. Also, das waren also die zwei Punkte. Einen hat er ja angesteuert und hat auch ordentlich reagiert. Also den obersten hier mit einem Shooting Star am letzten, das war das Donnerstag, ne? Müsste das hier gewesen sein. Und aber da habe ich halt auch schon gesagt, ne, so Vorsicht, das ist halt irgendwie der Shooting Star, den man hier sieht. Meine Zeichengeschichte hier müsste ja eigentlich wieder laufen. Da hatte ich da nur so einen lustigen Spot, den finde ich jetzt natürlich gerade nicht mehr. Weiß ich tatsächlich nicht mehr, wie er geht. Na, ist, ach, hier ist so eine Taschenlampe. So, ja, guck mal. Na, also, da habe ich halt gesagt, hier haben wir halt einen Shooting Star an der Stelle, aber es ist eben auch tatsächlich nur ein Innenstab. Ne? Und einfach von der letzten Kerze hier, die nach oben zeigt. Also, ich denke, man kann das erkennen. Und infolgedessen erstmal halt auch völlig ohne Aussagekraft. Wer hätte jetzt halt hier gehangen, halt als Beispiel mit dem Schlusskurs hier drunter? Dann wäre das natürlich nochmal was anderes gewesen. Dann hätte man schon ein bisschen drauf bauen können, finde ich, dass wir halt direkt nochmal auf die 1473 ist es eigentlich, hier zurücklaufen. Einfach auf den Ausgangspunkt. Aber hat er ja nicht gemacht, ne? Sondern weil es halt eben, also für meine Begriffe, eben deswegen halt auch, weil es halt eben auch nur ein Innenstab war und deswegen mehr ist halt nicht passiert. Ne? Jetzt haben wir hier gestern aber nochmal den Außenstab drangehangen, nochmal in die Long-Richtung. Und da kann es halt jetzt einfach tatsächlich passieren, dass wir da oben rausrennen. Ne? Oder wir hängen uns hier dazwischen fest, aber Short ist da halt einfach wirklich noch lange nichts. Und das heißt natürlich halt auch jetzt erstmal, dass halt schon ich jetzt Ausschau halten werde nach Long tatsächlich. Ne? Auch wenn ich da nicht wirklich ein gutes Gefühl noch dabei habe, aber es wäre halt ein Fehler, jetzt hier zu sagen, boah, der ist jetzt hier fertig, wir knallen jetzt darunter. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel dran, dass das so ohne weiteres halt funktioniert. Klar sind wir natürlich, wenn wir halt auf die Woche gehen, da sieht man halt schon eher, wo wir da sind, nämlich hier in der letzten Aufwärtsbewegung, ja, beziehungsweise hier in der Korrektur oder hier im Angriff, wie auch immer man das nennen mag, einfach von dieser Geschichte hier. Also hier haben wir den letzten Peak, die letzten Highs und da würde er natürlich am liebsten drüber laufen. Ist aber, ich habe jetzt hier nur das Add-on nicht rechtzeitig installiert. Das MT-Live-Add-on, wo man es halt ein bisschen besser sehen würde. Aber wir sind halt hier wirklich in dieser, wenn man das mal als Aufwärtsbewegung halt sich hier mal anguckt, ich zeichne das jetzt hier einfach mal gerade wild ein, dann ist halt hier oben so ein bisschen die Grenze. Ne? Oder besser gesagt, hier, da ist so das Maximum dann halt eigentlich erstmal. Kann natürlich sein, dass er das halt ausreizen will. Dass er am Stück drüber läuft, da glaube ich jetzt tatsächlich wirklich nicht dran. Also hier über die 860, der wird schon irgendwann mal zurücksetzen, ne? Weil das läuft ja irgendwie nicht geradeaus. Was mir vor allen Dingen im Wochenchart auffällt, das habe ich irgendwie gestern Abend noch gesehen und gedacht, das ist natürlich auch ganz schön schräg. Wir haben halt hier wirklich, wenn man da mal genau hinguckt, wir kommen von unten nach oben, haben hier ein Hoch, ein Zwischentief, ein neues Hoch. Und neues Tief und nochmal neues Hoch. Und das ist natürlich schon ziemlich abgefahren, zumal es halt ja auch nicht unendlich so weitergehen kann. Also es ist ja völlig unmöglich. Wir hatten letztens schon mal irgendwie so eine Geschichte, die war dann zwar irgendwie Intraday, wo ich gesagt habe, die Chance,
dass das noch halt kommt, die ist halt mathematisch, ist die halt eigentlich schon fast nicht mehr darstellbar. Oder da geht die Wahrscheinlichkeit gegen null. Entsprechend, gut, hier sind wir aber am Wochenchart, ne? Entsprechend ist es halt extrem unwahrscheinlich, dass wir nach diesem neuen Hoch nochmal ein neues Tief kriegen und schon gar nicht nochmal ein neues Hoch. Das ist halt fast ausgeschlossen. Und das ist natürlich jetzt im Wochenchart ein bisschen schwieriger, heißt aber für mich jetzt an der Stelle, ja, auch jetzt erstmal ein neues Tief kommt da erstmal nicht. Und deswegen halt hier schon auf der Oberseite halt gucken, was passiert. Aber er kann eben nicht diesen ganzen Turm nochmal ohne weiteres da abbauen am Stück. Das ist halt, wie gesagt, wenn man das halt mal rein mathematisch betrachtet an so einer Stelle, wäre das ja irgendwann, wenn das Spiel so weitergeht, eine unendliche Ausdehnung. Das kann halt natürlich nicht sein. Und deswegen, wenn man dann halt sowas hat, nach neuem Hoch, neues Tief, nochmal neues Hoch, nochmal neues Tief, dann ist halt irgendwann Schluss, ne? Und beziehungsweise nicht irgendwann, sondern eigentlich dann. Oder zumindest sind wir da halt irgendwo kurz davor. Wird uns jetzt im Daytrading hier nicht helfen, aber dann schon eher für die größere Betrachtung in der ganzen Geschichte. Und weswegen ich halt sage, ich bin hier unverändert, auch jetzt erstmal long getrimmt, bin ich ja eigentlich die ganzen Tage ja schon. Und trotzdem hier oben haben wir aber halt irgendwo die Grenze. Also da irgendwann wird es halt mal ein Stück rückwärts gehen und weil es dann halt einfach uninteressant wird. Auf der anderen Seite haben wir natürlich hier bei der 473, dort haben wir halt im Wochenchart auch massiv Widerstand, der wurde gebrochen und wurde eigentlich schon bestätigt. Er kann es gerne nochmal machen, also runter zur 1472 beziehungsweise 73 und dann halt versuchen, oben durchzubrettern. Wäre schon sehr in meinem Sinne. Ob der DAX es aber dann auch so sieht, das weiß ich natürlich nicht. So, aber das hat jetzt so ein bisschen die große Wetterlage im Tages- und Wochenchart. Eine Etage tiefer, ich gehe mal hier auf die Stunde. Sieht das Ganze so aus. Ich mache auch das mal ein bisschen größer. Ich hatte hier letztens so einen lustigen Knopf, da ging mir sofort irgendwie meine Lupe an, beziehungsweise die Taschenlampe, die ich da gerade irgendwie gezeigt habe. Die fand ich eigentlich ganz hilfreich. Finde ich aber irgendwie nicht mehr. So, hier also auch. Mal eine Nummer kleiner. Also, hier oben, das ist halt dieser Shootingstar im Daily, ne? Der Kleine, der da halt runterreicht und da rennen wir jetzt einfach nochmal hoch. Diese Linien, das ist ja auch aus dem Block, die 739, ne? Und die 700 weiß ich nicht, ob die drin ist, aber halt die 600 auf jeden Fall und die ist hier nicht drin. Was ich aber gezeigt hatte, gucken, haben wir da so viel Zeit? Ja, komm, gehen ja eh nicht mit dem ersten Tick rein, aber das hole ich irgendwie gerade noch nach. Was ich ja noch gezeigt hatte und was man dann auch schön gesehen hat, das war halt. Moment mal, wo kommt es her? Ich hatte so einen roten Kasten da drin. Jetzt muss ich gucken, ob ich das überhaupt selber nochmal finde. Gerade nicht wirklich. Nämlich hier auf der 600. Moment, ich ziehe mal erstmal eine Linie rein. Oder kann ich ja auch anders machen. Moment. Können wir auch so machen. Einmal mal kurz hier drauf gucken. Da oben sieht man ja halt zum Beispiel hier in dem Bild im Block, da sieht man es ganz nett. Hier hatten wir halt irgendwie einfach nur das gleiche in Grün, ne? Also hier die Aufwärtsbewegung an der Stelle. Und von da ging es dann halt erstmal über 1000 Punkte runter. Und genau auf diesem Docht hat er halt wirklich rumgetanzt, ne? Und das hat man schön gesehen. Erstmal kurz vorher halt abgeprallt, Stück rückwärts, dann einmal durch und dann tanzt er wirklich genau hier auf diesem letzten Docht halt rum, ne? Und da habe ich halt gesagt, solange das halt so der Fall ist und das Ding da oben drückt, gibt es keinen Grund für Short. Außer wir fallen da runter, dann wird es natürlich ein Stück weit schneller gehen. Ne? Das heißt, da sind wir natürlich dann auch schnell irgendwie nochmal hier im Rückwärtsgang. Aber hier sieht man es halt schön, mehr war das gar nicht, ne? Außer halt dieser Docht einfach von dieser letzten Kerze und da ist halt einfach genau drauf rumgetingelt. So, den habe ich halt nur hier im Bild nicht eingezeichnet. So, 9 Uhr, dann gucken wir mal, was da passiert. Also, in der Stunde. Also, Gap ist erstmal zu. Hier das Kassa-Gap von gestern war jetzt halt ein ganz kleines. Und normalerweise sage ich ja auch immer, beim Gap-Close bleibt es halt nicht. Also, dass jetzt halt hier einfach nach oben geht, glaube ich eher nicht dran. Ich schätze schon, dass wir halt hier jetzt erstmal ein Stück weit runterfallen. Noch halt hier unter den Ausgangspunkt.
ich nenne es immer Bob. Beginn of Breakout, den haben wir jetzt hier gerade fast gemacht, aber da sollten wir schon eigentlich noch mal ein Stück drunter fallen. Mal ganz kurz hier auf die Stunden betrachten, das darf man natürlich nicht aus dem Auge verlieren. Da sieht man es ja halt auch. Da war hier der letzte Support bei der 738. Gut möglich, dass wir den halt auch dann gleich noch mal irgendwo testen werden. Und das wäre halt natürlich schon so die Richtung, wo ich halt vorsichtig Short auch dabei wäre, aber jetzt nicht unbedingt ab hier. Schicker wäre dann halt eher ein Rücklauf beziehungsweise ein Versuch, noch mal diese Hochs da halt irgendwo zu nehmen an der Stelle. Also hier den Point of Control haben wir hier jetzt aktuell bei 770 etwa, und wenn er da halt noch mal hingeht. Aber man sieht hier auch, jetzt ist er weg. Auch hier jetzt irgendwie ein kleines Gap. Also wenn er das halt auch nochmal zumacht, wird es wahrscheinlich auch eine kleine Übertreibung geben. Wie gesagt, wenn. So, und hier unten bei der 3,8, das war halt der letzte Support. Das wäre dann tatsächlich so ein Punkt, wenn er jetzt halt hier direkt runterkommt, den man halt nochmal irgendwo dann auch long anpacken dürfte, finde ich. Ja. So, weil sind es irgendwie gerade mal 2 Minuten um. Und erstmal gucken, was da überhaupt jetzt irgendwie gerade passiert. Aber dass er jetzt halt hier irgendwie von da direkt da oben neue Hochs macht, glaube ich jetzt so mal nicht. Deswegen würde ich lieber halt hier einen Rücklauf abwarten und dann diese Geschichte hier dann eher halt nochmal versuchen, da halt irgendwo mitzunehmen. Also ich sage auch immer, ich würde, das meine ich auch so, ich würde, das heißt nicht, ich würde an eurer Stelle. Ne? Das hat der Nelson ja vorhin auch schon gesagt. Auch wenn das halt hier natürlich oft irgendwie alles ganz gut funktioniert. Aber halt auch nicht immer. Also bitte da irgendwie eigene Entscheidungen treffen. Finde ich natürlich schon auch ganz wichtig. So. Meine Vortagesfibos. Wieso kommen die hier nicht? Sind die im falschen? Ah, ne, Quatsch, ist ja. Sag ja, ich bin nicht wach. So, hier tanzen wir auf der 76 vom Vortag auch irgendwie gerade so ein bisschen rum. So, was ich übrigens auch immer ganz gerne benutze, sind, das sieht man ja im Hintergrund hier oben, das sind tatsächlich Bollinger-Bänder auch. Einfach um halt so ein bisschen die Ausdehnung, die es da gerade halt in diverse Richtungen geht, um die halt auch so ein bisschen einzufangen. Und da wäre halt jetzt eigentlich, auch von daher wäre eigentlich ganz relativ plausibel oder normal, wenn wir einfach hier, wenn wir einmal hier kurz drüber zurücklaufen, die Bandmitte, also es wäre halt auch die 280, ja, da sind wir auch genau in dem Bereich hier von dem Widerstand an der Stelle, weil von dem Ansatz, ich versuche hier halt immer die Umkehrgeschichten zu erwischen, also das heißt, wo dann halt vorher Support war, dass das Widerstand wird und umgekehrt, also Paritäts Umkehr, und da sehen wir halt hier oben ja auch, ich da mal gerade so ein bisschen was einzeichne, da sehen wir hier an der Stelle ja auch, da oben war der letzte M15, also beziehungsweise der letzte Peak, der letzte Support hier im M15, wenn ich das mal angucke, ne, hier hingelaufen, knapp davor und dann halt runter. Aber hier ist natürlich, ich meine, wir reden hier über 15 Punkte, ne? Aber auf der anderen Seite, nichtsdestotrotz, funktioniert auch im kleinen Timeframe, und deswegen ist das natürlich jetzt hier halt auch für meine Begriffe schon Widerstand, der aber eigentlich eher so hier in der Kategorie sich abspielt. Und auch da sind wir dann jetzt halt bei der 780. Da wären wir halt über der Stundenkerze von eben auch drüber. Da hätten wir halt auch einen Widerstand, den man auch im Stundenchart nochmal sieht. Deswegen wäre das hier oben dann halt eher schon so eine Short-Geschichte halt. Zumindest mal für eine kurze Bewegung sollte das eigentlich halt machbar sein. Und gleichzeitig halt eben auch am Value Area High. Und aber wie gesagt, mal gucken, wie der da überhaupt hinkommt. Jetzt in welchem Tempo. Ich schalte es hier mal kurz um auch auf den M5. Da ist auch der, da haben wir gleich ein paar Argumente mehr. Also einmal die Geschichte hier. Dann haben wir hier den R2, ein Pivot aus dem Stundenchart. Wir haben das Value Area High, was knapp drüber liegt, plus die Geschichte. Und nochmal die Mitte hier von dem Bändchen. Also sollte er jetzt am Stück da hochkommen und da nicht reagieren, dann weiß ich auch nicht. Ist auf jeden Fall für meine Begriffe sehr wahrscheinlich, dass er, wenn er da hinkommt, halt entsprechend dann auch reagiert. Und dann
wäre es halt schon denkbar, dass wir hier relativ zügig dann auch irgendwie ein paar Punkte nach Süden und dann auch mitnehmen. So, mal gucken, ob er das hier machen will. Da sehen wir jetzt dann auch gleich die Limit Pullback höchstwahrscheinlich. Ich mache mal irgendwie zwei, jetzt bin ich nicht zu spät. Ah, nee, geht noch. Ich mache mal zwei Punkte. Ja, das heißt also, für die, die das noch nicht kennen, Limit Pullback an der Stelle bedeutet einfach nur, dass er halt hier zwei Punkte rückwärts laufen muss, um gefüllt zu werden. So, hier sieht man es auch schon, ne? 780 habe ich jetzt möglicherweise sogar verpasst, weil ich dann irgendwie noch einen Punkt draufgegeben habe. Aber die Idee ist auf jeden Fall richtig, dass wir halt hier einen Widerstand haben. Und für irgendwie die ganz Schnellen im Scalping waren das jetzt halt schon mal ganz fix irgendwie 7, 8 Punkte. Ah, vielleicht kriegen wir noch eine kleine Übertreibung an der Stelle dann hin. Gucken, 9:07 Uhr. So, was ist sehr klein, schreibt hier gerade der Lutz. Das Bild oder was? Oder die. Also wie gesagt, wenn man was nicht erkennen kann, bitte einfach Bescheid sagen. Dann kann ich das hier alles auch natürlich noch ein bisschen umstellen. Was? Ich bin klein. Ja, 1,84 ist heute nicht mehr groß, das stimmt. Da ist ja fast mein Sohn schon fast größer als ich. Bei Lutz ist fast alles klein. Das ist nicht meine Aussage, ich zitiere hier nur, was hier so ein reinkommt. Ach, die Labels sind klein, okay. Echt jetzt? Ich habe das, ja, ich kann mal gleich mal gucken, ob ich es noch ein bisschen größer stelle. So, jetzt komm schon. Noch nicht hier wegen 1,5 Punkten nicht mich hängen lassen hier, komm schon. Ja, das ist halt immer, ne? Wenn man es zu genau nimmt, dann kann das dann halt natürlich auch passieren. Aber jetzt mal gucken, wie die Reaktion ausfällt. Ich meine, trotzdem gibt es ja die Möglichkeit, ne, Market da halt reinzugehen, wenn man weiß, wo man hin will. Dann ist das Risiko halt ein bisschen größer, aber kann man ja trotzdem machen. Hier unten sehen wir halt auch den EMA 200. Von mir aus, das ist dann halt eher nur leider so, da würde ich halt jetzt nicht unbedingt reingehen, weil an den Dingern, weiß ich nicht, komme ich nicht wirklich klar mit. Da bremst es halt sehr gerne mal und läuft eben nicht so durch. Und genauso gebe ich aber auch nichts drauf, wenn das jetzt, nur weil das hier drauf supportet hat, das heißt für mich jetzt nicht, wir laufen da oben durchs Dach, glaube ich genauso wenig. Und es ist halt nur so, wenn wir da nochmal hinlaufen, dann kannst du halt einfach mal nochmal ein Stück weit langsamer halt dann auch gehen. So, kriegen wir hier noch eine dritte Kerze, die es versucht. Was muss man natürlich, ich habe jetzt hier, so, ich gehe jetzt mal hier erstmal Market rein. So, was man natürlich hier machen kann, ja, ich habe jetzt hier einen Stop von, was habe ich, 18 Punkten, das ist auch eine kleine Position, wie man sieht, das ist ja auch hier nicht unbedingt mein großes Konto, aber trotzdem ist es halt hier live und es geht ja auch nur darum,
zu zeigen, wie man da rangehen kann. Ne? Also ich habe jetzt erstmal halt einen Stop von 18, den bräuchte ich gar nicht, könnte doch jetzt hier irgendwie direkt sagen, ja gut, da oben mache ich nicht mehr mit. Aber ich will ja halt schon versuchen, dass wir halt nochmal da unten hin kommen. Und eben halt nicht nur in der Theorie. Der sitzt auch hier oben erstmal ganz gut über diesen Hochs. Ne? Aber halt, hier ist ja die Idee, dass wir halt wirklich einmal darunter auf die 3,8 halt laufen könnten. Zumal wir hier das Kassa-Gap jetzt erstmal zugemacht haben in der Bewegung nach unten. Von daher ist das schon nicht so ganz unwahrscheinlich. Ja? Kann jetzt aber trotzdem sein, dass er uns hier oben das Leben noch ein bisschen schwer macht. Und deswegen bin ich da jetzt nicht so hektisch unterwegs, auch wenn wir jetzt halt, ich natürlich jetzt hier ganz klar auch gegen den Impuls bin. Ne? Ich meine, der Impuls ist halt long. Und das ist halt schon klar. Nur eben halt in der Stunde davor war er das ja halt nicht. Und für mich kommt er hier eben so ein bisschen an der Stelle an, die eigentlich nicht so mir nichts, dir nichts irgendwie herausgenommen wird. Schlimmstenfalls laufen wir oben die Hochs nochmal an. Aber wie gesagt, für meine Begriffe schon denkbar. Weil wir halt auch hier, natürlich muss man halt auch immer dazu sagen, das ist natürlich alles Overnight, was wir halt hier haben an der Stelle. Und das heißt, da hatten wir natürlich nicht das Volumen, was wir halt von tagsüber halt gewohnt sind. Entsprechend ist es natürlich nicht so relevant. Aber trotzdem ist es ein Bild, was halt eben auch andere sehen, die das normalerweise ja auch so handeln. Und wenn es nur die Algos sind, die das machen, das weiß ich natürlich nicht, wer das ist, aber von daher, die Reaktion war ja schon mal da und daran sieht man zumindest mal so ganz falsch, war es jetzt nicht, ne? Ob das Kassavolumen jetzt halt ausreicht, um das halt wirklich so zu respektieren, wie so ein normaler Handel der Fall wäre, weiß ich nicht. Und das müssen wir halt hier rausfinden. Was zuckelt da rechts oben neben dem Preis? In Blau und Rot? Hier ist das Ach so, das Future-Volumen gemeint. Orderbuch. Ja, das ist einfach nur das Orderbuch, ne? Also ich habe ja halt hier zwar, ich bin zwar im CFD unterwegs, aber ich habe ja trotzdem hier hinter das Orderbuch aus dem Future. Und was dann mit dem StereoTrader bei FX Flat ja wunderschön mappen kann in der Form. Und in der Form geht es auch tatsächlich nirgends anders als bei FX Flat. Und ich kann das aber nachher nochmal kurz zeigen, wie man das einstellt. Braucht aber halt ein MetaTrader 5 Konto und natürlich halt auch die Future-Freigabe auf dem Konto und auch die Kurse, die ja auch natürlich ein bisschen was an Gebühren ja dann auch kosten. Ich finde es aber sehr hilfreich, jetzt im Moment gerade nicht. Ne? Also da sieht man halt nur, okay, da liegen halt Orders, aber die haben jetzt irgendwie auch nicht gerade Aussagekraft, weil es halt ja insgesamt sehr ausgeglichen ist. Also sowohl die Kauflimits als auch die Verkaufslimits, das hält sich ja die Waage. Das sieht man ja halt hier grafisch ja halt auch schon. Ne? Also nichts anderes als die Markttiefe. Und da steht natürlich dann halt auch wenn man das jetzt hier nicht sehen kann, weil es wahrscheinlich zu klein ist, da steht dann halt einfach drin, wie viele Kontrakte da halt auf welchem Level da gerade halt als Limit angeboten werden. Es hat hier, finde ich, jetzt keine Aussagekraft, außer wie gesagt, dass man sieht, dass man nichts sieht, aber manchmal Bewegungen, vielleicht kriegen wir jetzt ja auch noch sowas, manche Bewegungen sind dann halt zum Beispiel ganz gut gestützt durch nachlaufende Limit-Orders und da hat man immer so ein bisschen Sicherheit, dass die Richtung halt noch eine Zeit lang halt hält. Also, das heißt Sicherheit, ne? Aber es halt kann man schon recht oft beobachten, wenn dann halt irgendwie eine Eisbergorder oder so dann halt im Markt drin ist und wo dann halt immer nur stückchenweise dann halt entsprechend die Limits reingegeben werden und halt eben auch die Position beziehungsweise die Market Orders und aber dann halt mit einer Limit gestützt. Ich weiß nicht, ob das noch Teil von einer Eisberg ist, aber es ist halt schon dann halt immer so gemacht, dass man nicht sofort das ganze Volumen dann halt eben sieht und aber dann halt eben verdächtig, wenn dann halt eine Order, vielleicht sehen wir es gleich irgendwo, dann halt dem Kurs hinterherläuft, die einfach nicht kleiner wird. Ne? Und
obwohl sie halt permanent dann irgendwie angelaufen wird. Dann sieht man, da werden die Limits halt immer nachgeschoben. Und dann weiß man, okay, das ist halt ein größerer Käufer oder Verkäufer. Und dann halt eben. Und da finde ich es halt zum Beispiel hilfreich. Oder natürlich halt auch, um zu sehen, so was an Liquidität halt da ist. Zumindest jetzt halt auch mal hier nur im Limitbereich. Das ist jetzt halt hier normal, würde ich mal sagen, von den Kontrakten. Aber es gibt halt eben auch Tage, da steht da halt irgendwie 1, 2 und so. Und dann weiß man schon, okay, da handelt keiner. Ne? Und dann besteht halt auch die Gefahr, wenn da mal jemand kommt, irgendwie mit 20 Kontrakten, dass der Kurs dann gleich in irgendeine Richtung explodiert und man dann geslippt wird. So, ne? Also ganz falsch war die Idee nicht. Wenn es hier darum geht, 5, 6 Punkte mitzunehmen, haben wir die hier schon. So, ich habe hier parallel mein iPad noch auf. Einfach immer so als zusätzliche Perspektive auf den Markt. So, M15, da geht jetzt natürlich gerade auf den Anfang. Die Minute hier. So, jetzt passiert doch schon ein bisschen mehr hier. So, was man jetzt machen kann, ich gebe jetzt erstmal hier den TI-Trail rein. So, habe jetzt erstmal die Punkte mitgenommen. Es ging jetzt natürlich alles sehr schnell. Aber das waren jetzt gerade 17 Punkte hier, ne? Weil ich natürlich jetzt nicht wusste, fallen wir wirklich direkt da unten durch oder ist es halt nur ein Käufer, der da unten sitzt? Deswegen habe ich die jetzt hier erstmal rausgenommen, weil es halt jetzt so schnell ging. Aber das war doch auf jeden Fall schon mal sauber. So, auch wenn ich jetzt nicht die ganze Reise hier mitgemacht habe, das war aber halt, glaube ich, schon irgendwie jetzt gerechtfertigt. Ne? Hier sieht man es ja, das Ergebnis 17 Punkte. Hier war der Exit. So. Und jetzt kommen wir halt genau wie vermutet. Wenn wir jetzt hier die letzten Supports nochmal testen, dann würde ich jetzt aber erstmal im Minutenchart Ausschau halten, ob wir da unten was sehen. Also hier erstmal auf gar keinen Fall jetzt long dagegen halten, erstmal fertig machen lassen. Erstmal gucken, wo er hin will. Ob das reicht hier mit der 3,8. Und dann, hier haben wir dann auch, sehe ich auch hier bei, das sieht man jetzt natürlich auf dem Schirm leider nicht. Da sind die Labels dann wirklich ein bisschen klein. Bei 7,33 haben wir dann auch noch hier die Vortages-FIBO, die 61er. Das passt natürlich auch. Und damit zusammen, mal gucken, wir hier noch irgendwas finden. Pivot haben wir hier noch einen. Versuche halt so ein paar Argumente halt zusammenzukriegen. Das wäre natürlich schick auf der einen Seite, ne, wenn wir hier unten 2,8, wäre aber halt auch schon ein bisschen Stop-Fishing unter diesen Tiefs. Ne. Ist natürlich immer ein bisschen grenzwertig. Aber grenzwertig insofern, ja, weil es halt, ich finde es halt immer ein bisschen gefährlich und vermessen, irgendwie auf Stop-Phishing halt zu bauen, auch wenn es halt irgendwie oft passiert, aber es ist halt dann auch schon unsauber. Ne? Und kann natürlich genauso gut immer an so einem Level passieren, dass es dann halt einfach durchläuft. Ne? Und dass das dann halt eben auch nicht der Punkt ist, an dem gefischt wird, sondern dass es dann halt nochmal ein Stück weit irgendwo tiefer geht. So. Ah, das ging jetzt natürlich hier vorhin wirklich rasend schnell. Also ich habe das hier vorhin mit dem TI-Trail gemacht. Ne? Also hier oben der Instant-Trail, den habe ich halt auf die Schnelle dann halt mal aktiviert. Ich glaube, das war ja wirklich gerade irgendwie Sache von einer Sekunde, um das Ding da halt reinzugeben. Aber da war ich halt mal kurz auf Zack. Weil wie gesagt, der Grund war halt,
Ich bin deswegen hier rein, weil es einfach hätte sein können, dass wir hier nochmal irgendwie nur kurz reagieren, dass da halt einer nochmal das Tief halt nutzt und die ganze Geschichte dann halt dann auch genauso schnell wieder nach oben drückt. Das wollte ich halt vermeiden, das Risiko. Und auch wenn es der TI-Trail hier nicht so gut gelaufen ist, also der hätte natürlich auch irgendwie noch gerne 5, 6 Punkte mehr machen können, aber es hat leider genau an der Stelle zurückgeschnippt, zeigt aber auch, dass dann halt auch schon hier der eine oder andere Käufer den eben halt auch war, ne? Und vielleicht genau das machen wollte. Der ist dann halt überfahren worden von dem anderen. Aber deswegen, hier hat es halt schon in dem Bereich recht ordentlich gezuckt. Und von daher war das schon legitim, finde ich, ne? Und ich meine, das war ja halt auch schnell von der Bewegung halt. Ich bin da halt immer irgendwie vorsichtig, wenn wir halt sehr schnelle Bewegungen haben. Und weil die auch ganz schnell wieder im gleichen Tempo beantwortet werden in die andere Richtung. Und es auch oft eben halt einen Abschluss markiert. Ich meine, nur weil meine Vermutung ist, dass wir von der Mitte da halt runterlaufen, das heißt ja nicht, dass es dann so machen muss, ne? Sondern das heißt ja nur, die Chance ist halt da, aber hätte ja genauso gut sein können, dass wir hier einmal drauf dippen, vielleicht hier nochmal an Kassaschluss und dann erstmal ein neues Hoch machen und dann wieder runterkommen. Oder gar nicht ein neues, gar nicht wieder runterkommen. Gut, das glaube ich jetzt tatsächlich weniger, ne? Aber das muss ja nicht unbedingt direkt hier in der ersten Welle dann halt so passieren. Weil wenn man sich das mal anguckt, war es ja so, ne? Wir gehen einmal von hier, von diesem Kassa-Tief zu Kassa-Hoch und dann direkt neues Tief. Hätte auch genauso gut so, 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 so laufen können. Ne? So, aber das war ja dann halt hier auch so ein bisschen eine schöne Fügung, dass er das direkt in der ersten Bewegung gemacht hat. So, und hier sieht man jetzt auch, das glaube ich ihm aber jetzt nicht, er hat hier kurz vor diesem letzten Support gebremst. Ja, vor der 3,8, also eigentlich ist es die 3,9, glaube ich, bei mir im Chart. Mal drauf gucken. Ah, ne, 3,8,5 steht hier auch, okay. Kurz davor gebremst. Ja, schwierig. Kann reichen, ist aber halt wirklich die Frage, tut's das? Läuft's wirklich so sauber? Aber generell, wer am Anfang zugehört hat, der wird zumindest jetzt halt auch dann halt nachvollziehen können, was ich gemeint habe, ich gesagt habe hier vorhin, das ist halt für mich so der, ich nenne es immer Bob, der Beginn of Breakout und da geht es eigentlich erstmal kurz drunter und nicht irgendwie nur kurz davor und das hat er jetzt halt ja auch gemacht. Ne? Das ist halt einfach nur typisch. Der TI-Trail hat welche Einstellungen? Der ist bei mir gestellt auf, mal gucken hier im Terminal. Minus 2, das heißt zweimal der Spread, also 2 Punkte Abstand TA12. Also das heißt, der Durchschnittswert von 12 Ticks, also von 12 Hin- und Herbewegungen, wenn man so möchte. Und davon halt eben zweimal der Spread, also rund dann auch hier 2 Punkte Abstand. So ist der eingestellt. So, dann warten wir jetzt mal die 30 Minuten ab. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwo was Sinnvolles finden. Also wie gesagt, ich denke schon, dass wir hier auch noch mal kurz ein bisschen tiefer laufen. Ich mache hier gerade mal, muss mal kurz was anderes gucken hier. Was der DAO so treibt, da habe ich mal parallel auf dem Schirm. Ja, die hängen beide so ein bisschen irgendwie ähnlich gerade. Und was er jetzt halt hier auch versucht, da habe ich zwar im letzten Live-Trading auch schon irgendwie drauf gebaut, aber hier macht das jetzt halt, das sieht man es wieder, das ist halt der Versuch, hier in diesen Außenstab zurückzulaufen. Allerdings ist es vom Timing her jetzt so, ich meine, es ist halt noch nicht mal die Hälfte der Stunde um. Was ich damit meine, ist aber halt generell, dass wir hier, ich kann ja mal kurz nochmal die Geschichte hier auspacken. Ja, hier unser Außenstab einfach, ne, an der Stelle. Und was hat er gemacht? Geht dann halt hier so kurz drunter, unter dieses Tief, beziehungsweise die Öffnung und läuft wieder in diesen Außenstab halt zurück. Ne. Und Außenstab-Scalping haben wir, glaube ich, schon das ein oder andere Mal hier im Live-Trading auch schon mal so gemacht. Und das halt eben auch nur, ich vermute halt, dass es von Algos kommt, aber halt jetzt nicht so untypisch.
dass es da halt drunter geht und dann eben aber eigentlich kurz vor Schluss dann nochmal versucht, da reinzulaufen. Und deswegen meinte ich jetzt gerade, vom Timing finde ich es halt ein bisschen, es ist halt zu früh für meine Begriffe, irgendwie eine halbe Stunde, dass jetzt hier schon versucht wird, das Ding zu halten. Und deswegen habe ich auch so die Vermutung, das geht nochmal eine Etage tiefer. Vielleicht mit dem 9:30 Uhr Impuls eben auch. Und was ich auch nochmal bestätigt hat, ist, ne, wenn halt von oben das Gap geschlossen wird, genauso von unten natürlich genauso das Kassa-Gap, dann funktioniert es meistens nicht, dass wir da, wie eben versucht, mal kurz abprallen und das dann weitergeht. Meistens geht es dann nochmal eine Etage tiefer. Und umgekehrt hätten wir jetzt halt einen Down-Gap gehabt und er hätte das nach oben hin zugemacht, dann das haben wir echt schon oft gehabt, wo es dann auch gestimmt habe, ich gesagt, das reicht meistens nicht. In den allerseltensten Fällen macht er nur das Gap zu und läuft dann in die Richtung weiter. Es gibt meistens ein paar Punkte dann nochmal in die Richtung. So. So, ich gehe mal hier, schalte mal kurz die 30 Minuten ein. Und hier mal auf die Minute. So, und hier bahnt es sich für meine Begriffe auch schon so ein bisschen an. Versuchen hier gerade in die Value Area reinzulaufen. Hier sieht man es, 5,7. Das könnte jetzt halt schon mit dem 30 Minuten Impuls auch nochmal nach unten drücken. Aber ich lasse den jetzt erstmal kurz. Also eigentlich, ne, wenn man ja ehrlich ist, ist halt auch mal ganz klar, mit entsprechender Kontogröße, 17 Punkte, eigentlich muss man da schon einen Feierabend machen, ne? So viel mehr braucht es ja gar nicht mehr. Vielleicht dann irgendwie, wenn man ein Tagesziel hat von 20 Punkten, irgendwie wegen 3 Punkten da halt nochmal irgendwo Risiko einzugehen. Das ist halt auch die Frage, ob das dann klug ist. Vor allen Dingen, wenn es halt so schnell geht, wie es jetzt ja gerade auch der Fall war. Aber gut, ich meine, geht ja auch so ein bisschen darum, halt hier so ein paar Möglichkeiten zu finden, wie man so einen Markt eben angehen kann. Und das hier war jetzt natürlich halt auch ganz klar gegen die große Richtung, trotzdem aber halt plausibel und aber auch mit der kleinen Richtung, ne? Muss man ja auch klar sagen, wenn es die letzten Stunden halt runterging, dann sind wir erstmal ein bisschen abwärts gerichtet, ändert aber nichts dran natürlich an dem Haupttrend. Was natürlich jetzt halt hier so bedingt schön ist jetzt noch für weitere Entscheidungen. Das ist halt wirklich, wenn man sich das mal anguckt, hängt hier wirklich genau zwischen diesen 2 Punkten jetzt hier im Tagesschart. Ne? Das ist natürlich, da kann ich halt jetzt auch eigentlich, also für größere Bewegungen sowieso kann ich hier oben gar nichts mehr eigentlich machen. Aber generell ist es natürlich jetzt halt für mich so ein bisschen unglücklich, dass wir das einfach in der Mitte hängen. So, weil ich sage ja grundsätzlich, es läuft von einer zur anderen Linie. Das ist natürlich auch so ein bisschen das sind so meine Grenzen. Und das haben wir jetzt halt aber einfach auch schon gemacht. So. Also auch wenn jetzt hier unten irgendwie 2 Punkte fehlen, muss jetzt nicht unbedingt da recht haben, dass wir das halt nochmal übertreiben. Das muss nicht sein. Genauso gut kann er auch die 99 da oben übertreiben. So, 30 Minuten sind um. So, ich würde jetzt eine Sache mal noch versuchen. Das ist aber auch ein relativ einfacher Scalping-Ansatz. Und mal gucken, ob der hier was bringt, der Markt mitspielt. Und so, wir haben es ganz oft bei kurzen Kerzenkörpern, ne? Also, oder auch bei mittellangen, dass halt irgendwie, wenn der Kerzenkörper von der Periode, die gerade fertig geworden ist, innerhalb von ein paar Sekunden oder einer Minute einmal komplett durchschritten wird, macht er die Bewegung sehr oft nochmal genauso nach. Das heißt, Klartext, aber wirklich hier nur als Skype im Klartext, die 6,2 da einmal kurz hin und dann wieder runter. Das wäre halt ein Scalping-Ansatz. Das
Das sind natürlich auch hier nur irgendwie 5, 6 Punkte. Aber das ist schon gut denkbar. So, das heißt, da wären wir hier wieder an der Eröffnung natürlich halt auch. An der Kassaeröffnung, aber insofern, ja, dann halt auch. Oh, nicht long. Kurz verklickt hier. So, die 6-2. Das muss aber halt wirklich schnell gehen, ne? Also einmal so papp, papp. Sonst ist das nicht so eine gute Idee. Aber kann man eben wirklich ganz oft sehen, vor allen Dingen, wenn man ja gerade irgendwie längere Richtungen halt irgendwo reitet. Und da sieht man ja irgendwo ganz oft, dass man sich dann fragt, ey, warum habe ich jetzt 15 Minuten gewartet, bis die Kerze fertig ist? Jetzt macht er den Quatsch, löscht er in einer Minute wieder aus. Und das ist natürlich genau der Ansatz, wo es halt herkommt. Und kann natürlich jetzt auch sein, dass wir hier nicht abgeholt werden, ne? Das heißt ja nicht, dass es immer so macht. Dann könnte man ja einfach immer blind long gehen, wenn halt eine rote Kerze da war. Das natürlich, geht natürlich auch nicht. Nur wenn es dann halt passiert, und dann ist es meistens halt wirklich eine saubere, schnelle Geschichte, die man handeln kann. Nur wenn es halt hier runterfallen, wenn wir jetzt von hier wieder hochkommen, dann würde ich das lassen. Dann macht es keinen Sinn. Ja, weil er hier, jetzt besteht halt die Gefahr, dass halt, nachdem die halbe Stunde um ist, dass sich halt hier nochmal Marktteilnehmer entsprechend positionieren, einfach an einer günstigen Stelle, um halt eben auch nach oben zu kaufen. Das kann natürlich sein. Und deswegen, also oft ist es ja so, wenn es zuerst runtergeht und dass es dann anschließend nach oben auflöst. Trotzdem ist aber auch jetzt hier kein Long Level, aber auch hier jetzt das Short Level jetzt erstmal damit gestorben. Weil das hier dann ein kompletter Irrtum war, ne? Das heißt runter, hoch und dann doch wieder runter. Eher nicht. Eher andersrum, zuerst hoch, abholen und dann runter. Das ist halt dann eher typisch, weil dann ist es genau umgekehrt. Das heißt, dann ist es so, wenn halt hier ein größerer Teilnehmer ist, dass der halt einfach dann in einer gewissen Rhythmik arbeitet und dann halt nochmal einen Rücklauf nutzt und dann entsprechend sich nochmal an einem höheren Kurs für Short einzudecken. Ne? Das ist halt, aber deswegen braucht es halt so eine gewisse Rhythmik eben auch, damit das funktioniert, beziehungsweise dann mit so einer Geschichte aufgeht. Oder andersrum, da hat man halt so, das ist halt für mich so ein bisschen das bessere Indiz und das fehlt mir jetzt hier halt einfach komplett durch die Bewegung, die wir jetzt halt hier haben, weil es jetzt erstmal runtergegangen ist. So, jetzt mal gucken. 4, 8, 3, 8. Ich würde dann eher hier an so einer Stelle, falls wir die nochmal kriegen, weil wir hier oben so die letzten, das war jetzt nur Minutenkerzen, hier als kleinen Support halt hatten, ist die gleiche Geschichte wie hier oben, nur halt wesentlich enger. Da nochmal irgendwie für eine kurze Bewegung da halt reinzukommen. Aber das ist jetzt halt, ne, je näher wir jetzt natürlich zur Stunde kommen, das ist halt auch der Grund, warum es hier hängt, ne? Also einmal wegen dem Support auf der 3,8 und wegen dieser Außenstabsgeschichte, die am liebsten natürlich auch wieder darin beenden würde, höchst möglich. So, ich bin hier wirklich so ein bisschen versuchen, auf den Knopf für Short zu drücken, aber ich traue dem Braten da irgendwie gerade nicht so wirklich. Ist halt alles so still.
sogar der Nelson. Ich höre dir gespannt zu. Du sitzt da, machst ein Nickerchen, gibst du. Du wartest immer nur, bis dein Name fällt. Hast wahrscheinlich so eine Spracherkennung drin mit so einem kleinen Elektroschocker. Auch eine Idee. So, Nelson. Was? Und dann wird erst Mikro eingeschaltet, so, ich bin ganz aufmerksam da. Nein, im Chat ist aber was los. Ja, ich. Ja, stimmt. Ein paar verpasst. Es kommen wir nicht mit dem MA 200, Lutz. Hör auf. Ich habe wirklich, deswegen stehe ich mit den Dingen auch so unfassbar auf Kriegsfuß. Ne? Ich habe halt wirklich mal, das ist ein paar Jahre her, mal alles Mögliche irgendwie an Moving Averages irgendwie getestet, so nach dem Motto: schließ drüber, Rücklauf und dann halt weiter. Long oder umgekehrt, sich kreuzende Moving Averages, irgendwie Reihenfolgen, wie sie ab. Es hat alles überhaupt rein gar nichts gebracht. Rein überhaupt gar nichts. Und deswegen bin ich da, sage ich doch immer so, ja, irgendein EMA war auch zufällig gerade da. Und sieht immer schön aus, ne? Auch wenn man jetzt hier guckt, da oben halt, in diesem Bild. Ja, gut, das war der EMA 200. Aber auch nur im Minutenchart. Und auf der anderen Seite, dann ist die nächste Frage, was war denn hier los? Ne? Irgendwie läuft dran, schließt drüber, ja und weiter, ja, schließt dann wieder drunter. Und das ist halt genau das Problem. Man kann sich ja halt auch immer irgendwie schön gucken. So, jetzt habe ich mich hier verlabert. Ich habe mir vorhin gesagt, ich traue dem nicht, also von daher alles gut. Auch wenn ich jetzt hier nicht drin bin. So, aber jetzt sind wir hier an der 3,8. Ne, das ist deswegen. Komme ich auf die Dinger nicht klar, auf die Moving Averages, weil ich kann da irgendwie nichts erkennen, außer dass die gerne angelaufen werden. Aber halt, ich weiß einfach, dass ich das im Backtest nicht darstellen kann. So dass da halt irgendwie konstant irgendwie was rauskommt. Das mag ja hin und wieder sein oder in Kombination. So, jetzt mal gucken. Was will er denn jetzt hier? Also, Pivot, ne, habe ich ja gesagt, das wäre halt möglicher Phishing-Punkt. Gucken wir uns das mal an. Ja, es wären noch ein paar Punkte mehr gewesen. Ne? Aber okay. Wenn ich einfach auch hier oben den drin gelassen hätte und sonst gar nichts gemacht, dann wären wir jetzt halt hier 40 Punkte vorne. So, die Grundidee stimmt ja. Sind aber auch ganz schick, eben schnell Punkte mitzunehmen und nicht nur rumzufaseln. So, jetzt mal gucken. Also, das habe ich ja glatt übersehen. Und wir haben ja hier bei der 2,7 tatsächlich. Das müsste ich mal irgendwie eine Nummer größer anschauen. Ob wir da nicht nochmal was Ähnliches halt haben. Widerstand, Durchbruch, ne, liegt aber eigentlich. Eigentlich eher hier. Nicht so einfach irgendwie auszuloten, wo das Ding genau liegt. 713 und hier mal auch wieder, ne? Ehemals 200. Ich sag ja, einer ist immer halt irgendwie da. Man muss nur irgendwie lang genug Timeframe hin und her klicken. Das war Overnight 682, wäre natürlich deutlich schicker. Aber es ist natürlich auch alles schon ganz schön tief. Also die Geschichte hier mag ich irgendwie nicht wirklich. Bin ich mit der hier schon eher dabei, 713. Haben wir auch hier so das Low von der Stundenkerze.
könnte funktionieren. Das wird eher nicht funktionieren, also für Long. Weil wenn es halt irgendwie Phishing sein soll, dann ist das irgendwie nicht wirklich genug, finde ich halt. Ne? Ah, mal gucken. 20 Minuten, also die Stunde machen wir hier schon voll. Will ich schon mal sagen. Ist hier gerade mein Licht ausgegangen? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Oh, schön. Mein Lichtpanel hat hier gerade den Geist aufgegeben. Das ist ja auch nett. Steht der DAO? Oh, der DAO. Ich gucke hier oben gerade auf den DAO, wenn ich da schon sehe, 820, dann bin ich immer schon kurz vorm Nervenzusammenbruch, weil er jetzt irgendwie schon seit, keine Ahnung, wann da rumsteht, ich kann es nicht mehr sehen, die Stelle. Und da geht nichts drunter und nichts drüber. Also zumindest mal nicht weit. So, also, dann schauen wir mal, ob wir hier noch was finden. Aber wie gesagt, wir haben jetzt halt irgendwie kurz vor 10. Und für meine Begriffe werden jetzt halt die Algos eher anspringen, wenn wir halt hier einen Schlusskurs unter der 750 bekommen. Und dann gehen wir wohl schon eher noch mal eine Etage tiefer. Deswegen, ich muss mal hier und ganz kurz. Was umstellen. So. So, das heißt, an diesem Punkt werden wir jetzt ein bisschen gezappelt kriegen, wenn wir da nochmal hinlaufen. Also die 750. Das heißt, drüber Long, Quatsch, drüber Short, drunter Long ist eigentlich eher so jetzt dann denkbar. So, Pivotpunkt sollte hier eigentlich stimmen. Mal gucken, was habe ich da an Zeiten drin? 8 bis 22. Ja, gut, das sind zwar nicht die kompletten Zeiten. Kann ich mal umstellen auf ändert sich aber nichts. Okay. Na, auf jeden Fall wäre das halt jetzt hier auch aus mehreren Gründen, finde ich, halt nochmal dann noch hier oben Short erlaubt. Zum einen haben wir hier einen Verkäufer halt sitzen gehabt, der es nach unten gedrückt hat. Zum anderen sind wir hier an der Value Area Low, die 751. Und eben es ist halt dieser Ausbruchspunkt. Im 15 sieht man es natürlich besser. Der halt hier ja auch liegt und infolgedessen halte ich das eigentlich für legitim, hier nochmal kurz davor irgendwo auch einen Short zu machen. Zumal es dann auch über der 783 ist und wir dann zumindest die Chance hätten, von da nochmal irgendwie 10 Punkte dann auch runter zu laufen. So, und ob es dann long oder short weitergeht,
denke, das wird uns dann erst eigentlich die fertige Kerze halt ein bisschen besser verraten, also die fertige Stundenkerze. Würde ich mal so tippen. Ja, weil momentan sieht es natürlich jetzt erstmal blöd aus für Long, aber wir wissen, wie es ist. Wäre nicht das erste Mal, dass dann aus so einem Ding dann plötzlich irgendwie so ein Long-Monster wird, was dann da oben drüber schließt und wir alles, was jetzt hier in Schwarz ist oder dann halt eben in Rot, wenn man es dann halt farblich anders eingestellt hat, dass das alles nur noch hier eine Lunte ist und da oben durchknallt. Alles schon gesehen. Und vor allen Dingen im Tagesschein sieht man sowas ja auch ganz gerne. Kloppt den ganzen Tag irgendwie auf dem Boden rum, auf der Kellerdecke und zum Schluss klebt es dann unterm Dach. Und das geht natürlich in der Stundenkerze ganz genauso. Was? Also. Der Hans Hermann freut sich, dass es live ist. Ich zitiere ihn aber nicht. Ja, ist halt live, ne? So. Da kommst du mit Ausreden nicht mehr raus. Das ist halt auch ja so gewollt. So, aber trotzdem bleibt mir hier nichts anderes übrig, als jetzt irgendwie zu warten. Ihr könnt auch den Ton abschalten für die nächsten 10 Minuten. Und weil viel kann ich jetzt hier gerade nicht tun, außer halt hier jetzt nur gucken, ob was jetzt mit der Geschichte hier anfängt. Das Ding ist halt immer, also der DAO macht es halt vor allen Dingen wirklich total gerne. Der geht halt irgendwie so, hängt 59 Minuten irgendwie an der falschen Stelle und auf letzten Drücker wird es dann aufgelöst in irgendwie eine andere Richtung. Und dann hat man offen hier nicht mal irgendwie 2 Sekunden Zeit nachzudenken. Der DAX ist da meistens nicht so, aber manchmal dann halt doch schon. Also ich meine, klar, dass wir jetzt hier erstmal eine Short-Tendenz haben, ne? Das ist ja unübersehbar. Aber wie nochmal, wir sind in der großen Richtung, sind wir aber long. Und das hier sind natürlich jetzt halt auch so Scalping-Punkte, ne? Deswegen geht es jetzt auch nicht einfach durch. Das ist halt die Einsichtige halt hier vom Vortag. Ja, und die war halt nun mal long. Und dann haben wir noch so ein Pivot, da war er noch gar nicht dran. Deswegen würde ich eher versuchen, dass wir halt von hier oben nochmal da runterkommen und dann kann er sich das halt überlegen, was er hier unten treibt, als jetzt hier irgendwie als Beispiel. So da Short. Böser nicht. So, und hier hätten wir halt auch nochmal das Kassa Gap. Da ist auch ein bisschen mehr Volumen zu erwarten als jetzt an so einem Punkt. Finde ich ein bisschen besser. Problem ist immer nur halt gerade bei am Kassaschluss, sowohl im DAX als auch im DAO, da hängt es auch gerne mal irgendwie fest. Irgendwie für eine ziemliche Zeit lang. So, also vom M15 absolut plausibel hier das Kassa Gap. Jetzt mal gucken. 5 Minuten passt auch. Jetzt macht er hier natürlich ewig an der 738. Halt rum. Also weshalb es mich vorhin da übrigens, ich mache die nochmal kurz weg, da auch gejuckt hat, dann da auf den Short-Knopf zu drücken, war,
weil wir halt hier so ein bisschen flach angestiegen sind. Ne? Ich kann das jetzt hier schlecht einzeichnen, weil man es eh nicht wirklich gut sehen würde. Aber man sieht halt zum Beispiel, wenn man das jetzt halt mal so zeichnen wollte, ich bin ja grundsätzlich kein Fan von irgendwelchen Diagonalen, aber hier hilft es jetzt gerade mal, das so ein bisschen besser darzustellen. Dann sieht man, dass wir halt hier in so einem ganz komischen Ding da. Das meine ich eben mit flachem Anstieg, ne? Und das bahnt sich dann halt schon so ein bisschen an, ne? Also wir haben halt hier irgendwie eine lange Abwärtsbewegung und die kommt halt nicht mehr wirklich hoch, wird immer enger. Und da ist dann halt oft so, dass man einfach so plopp, 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 plopp. Und dann geht es halt weiter. Ne? Das war halt eben der Grund. Ich habe es nicht eingezeichnet, weil ich natürlich auch so gesehen habe. Und das war halt so ein bisschen verdächtig. Und es ist halt auch nichts nach oben passiert. Also kam ja auch kein Volumen. Ja, meine Doppelklick-Geschichten hier mit dem MT5 immer wieder spannend. So, also hier oben letzter Support. Value Area haben wir jetzt hier auch. 9,52. Ich hoffe, er macht jetzt hier keinen Quatsch. So. Ja, ich zeichne die hier mal kurz ein, damit man es ein bisschen genauer sieht. Also es ist irgendwie, wäre jetzt nicht ein Trigger nach meinem Handelsansatz, sondern nur jetzt halt eben, ne, weil es halt eben oft so ist, ich muss nochmal kurz zu wiederholen, dass halt solche Ausbruchspunkte dann halt, beziehungsweise Ausbruchskerzen dann halt eben entsprechend halt auch verteidigt werden. Und hier kommen halt, und deswegen glaube ich schon, dass wir da gleich nochmal hinlaufen. Und aber gleichzeitig haben wir halt hier das letzte Low, beziehungsweise den letzten Support. So, und deswegen wäre es für meine Begriffe plausibel, dass wir halt einfach da drin uns nochmal bewegen. Zum einen, weil halt hier oben halt gerne versucht wird, höchstwahrscheinlich das nach unten durchzudrücken. Auf der anderen Seite wird hier versucht werden, auf der 3,8 dann den Support zu halten. Das heißt, das wäre halt so ein Punkt jetzt im ganz kleinen Timeframe, wo halt die Interessen gegenläufig sein könnten. Ne? Und deswegen versuche ich das halt auszunutzen, um da halt eben nochmal möglicherweise ein paar Punkte hier mitnehmen zu können, ohne jetzt halt irgendwie eine größere Entscheidung zu treffen, was da halt im großen Stil noch passiert. So, jetzt sind wir schon da, ne? Also knapp davor. Zumindest kann natürlich auch sein, dass ich jetzt hier nicht reinkomme. Ja, und vor allen Dingen, das ist eben das, was ich eben auch meinte, kurz bevor die Stunde fertig ist. Das ist jetzt halt auch ein Timing, mit dem kann man dann auch was anfangen. Und deswegen habe ich auch vorhin irgendwie kurz vor halb oder wann das war auch gesagt, das ist eigentlich zu früh, um das zu verteidigen. Deswegen halt auch tendenziell da halt eher in die Südrichtung gedacht, was ja auch gestimmt hat. So. Kriegen wir noch was hier? Ja, ist halt auch das letzte Hoch, beziehungsweise die letzten Hochs hier. Ja, komm, ich lasse den mal schöner sitzen. Kommt aber jetzt halt hier, fehlt natürlich Wohler, ne? Das ist natürlich auch irgendwie nicht so klasse.
Wäre natürlich schon nett, wenn wir jetzt hier einmal so einen richtigen Schuss halt nach oben bekommen würden. Und nicht so ein 0,5 rauf und runter. Gedönse. Noch 3,5 Minuten, da ist die Stunde eh um. Ja, aber das ist halt wirklich echt. Oh. Ist ja auch ganz nett, wenn sich die Sachen, die man erzählt, ja dann auch irgendwo dann im Markt auch zeigen, ne? Dass es halt darum geht, das jetzt zu verteidigen. Aber wie gesagt, es kann sein, dass ich hier nicht reinkomme. Mir ist hier die Wohler jetzt auch, ehrlich gesagt, echt zu gering, um jetzt hier einfach Marke zu gehen hier oben. Ich meine, da hatten die Minutenkerzen ja auch eine ganz andere Länge. Aber hier jetzt dieses, das ist ja ein Punkt, ein Punkt, ein Punkt, ein Punkt. Das ist ein bisschen wenig. Und wir sind auch hier mittlerweile in der VA wieder drin, also in der Value Area, zumindest mal im Minutenchart, ne? So, der Günther fragt, achtest du auf Trendkanäle? Also, ich achte manchmal drauf oder versuche halt gerne auch schon mal rauszufinden, was andere sich so möglicherweise einzeichnen könnten. Aber generell mit diagonalen Linien stehe ich komplett auf Kriegsfuß. Das war auch nicht immer so, aber ist mittlerweile schon der Fall. Gebe ich halt überhaupt nichts drauf und der Grund ist auch ziemlich einfach, warum diagonale Linien für mich nicht ausschlaggebend sind oder halt auch für Algorithmen und so weiter nicht sein können. Ganz einfach, weil ich habe die einen Händler, die handeln von 8 bis 22, dann habe ich die anderen, die handeln, also das, was die alte Future-Zeit ist, dann habe ich die anderen, die handeln den kompletten Future von irgendwie 2:15 Uhr an oder wann auch immer. Der da läuft und der nächste kommt dann mit dem Kassamarkt von 9:30 Uhr bis 17, von 9 Uhr bis 17:30 Uhr. So, wenn ich anfange, halt diagonale Linien zu ziehen, und dann treffen die immer auf andere Punkte, also je nachdem, welche Handelszeit ich halt nutze. Und deswegen kriege ich da halt auch logischerweise keine Genauigkeit da halt auch hin. Ja? Und sieht immer alles total schick aus, wenn man das macht. Und aber ist halt einfach, ja, für meine Begriffe auch immer so ein bisschen der Versuch, irgendwie den Markt, was soll ich sagen, aufzuräumen, ja, irgendwie schick aufzuräumen. Aber ich meine, muss jeder machen, wie er will, ne? Also bei Tageskerzen, da ist es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, weil die ja dann halt zumindest mal da halt recht ähnlich oft der dann halt auch sind, wobei wir auch schon irgendwie Fälle hatten, wo halt der Kassa halt irgendwie long war und der Future nachher irgendwie 200 Punkte tiefer geschlossen hat. Also insofern, also ich kann, um das irgendwie abschließend zu beantworten, das ist halt der Grund mitunter und weil aus Programmierersicht, alle reden immer von Algos. Und ich beobachte das ja auch und habe ja auch oft eine sehr hohe Genauigkeit, die dann auf wirklich schon mal auf den Tick genau halt ist. Und das ist kein Zufall. Das ist dann halt wirklich, manchmal kann man Algos wirklich erkennen, was die halt treiben im Markt. Und deswegen kommen manchmal auch so Punkte raus. Letzte Woche habe ich das auch nochmal gehabt, irgendwie im DAO, wo ich dann gesagt habe, irgendwie nächster Anlauf 866. Und da geht ja wirklich dann punktgenau dahin, wirklich auf den Tick und dreht dann halt dort wieder um. Und das war am Freitag. Und gerade freitags hat man solche Algo-Geschichten halt wirklich deutlich. Und aber kurze Rede, langer Sinn. Es ist,
viel, viel unnötig schwerer, irgendwie den Kurs so umzurechnen, dass ich aus einem Future, der sowieso halt alle 3 Monate erneuert wird, neu aufgesetzt wird, von da erstmal auf den Kassa umrechne, beziehungsweise die Kurse so kombiniere, dass zusammen passen, plus dann halt eben auch noch in diagonalen Zeitachsen da halt zu denken und zu programmieren. Das ist halt unnötig schwer. Und deswegen, und Algos, so das, was man halt irgendwie beobachten kann, das läuft eigentlich eher simpler halt ab, ne? Das sind ja auch irgendwie keine Roboter, sondern es ist ja eher so wie eine Waschmaschine. Ich gebe da halt irgendwie Pulver rein und sage, jetzt ist halt hier Baumwollwäsche angesagt und das soll das Ergebnis sein, ja. Und da strickt die Waschmaschine ja auch keinen neuen Pulli, ja, oder nimmt den auseinander, sondern spult das Programm halt runter. Und ich glaube halt einfach, dass es bei Algos halt nicht viel anders ist, ne? Dass halt einfach dann Dinge abgearbeitet werden und dass es dann halt nach entsprechend auch simplen Leveln geht. So, mal gucken, was jetzt hier passiert. Ist schon nach 10, das war jetzt eigentlich nicht der Plan, aber gut. Er will es ja unbedingt jetzt haben. Guck jetzt gerade noch mal, das ist noch mal der Versuch da drüber zu laufen. Kann natürlich jetzt sein, dass wir wieder zur Eröffnung gehen, ne? Da war das hier jetzt total unnötig, das jetzt um die Uhrzeit noch mal aufzumachen. Aber wenn man den schon richtig machen will, dann bitte aber auch dann so, ne? Das heißt, dann muss ich auch hier das Hoch natürlich irgendwie auch mal abwarten. Aber so wirklich. Es müsste dann schon auch wieder, was habe ich hier so mit Zeug hier verquatscht, dann auch schnell rückwärts gehen, wenn das irgendwie gut werden soll. Aber wir wollten ja auch irgendwann mal Schluss machen und machen daher Folgendes. Geht jetzt hier raus. So, 0,5 Punkte Bonus. Und nicht, dass ich jetzt hier noch in der Position festhänge, weil er kann jetzt natürlich hier nochmal im 5-Minuten-Chart hier oben die Hochs nochmal ausloten, dann sind wir wieder hier bei der Emma 200 an der Stelle, ja, dann darf die auch nochmal ran und das kann halt dann einfach jetzt unnötig lange dauern, deswegen, das will ich jetzt halt hier nicht provozieren und angesetzt war ja halt die Stunde hier fertig zu machen und nicht mich jetzt hier in dem nächsten Trade irgendwie zu verheddern. Also, gut. Ja, ich wäre soweit dann jetzt auch durch. Also, ich glaube, das ist ganz okay, ne? Ich meine, das am Anfang war schnell, aber generell die Bewegungsrichtung hat ja gestimmt. Paar Punkte dann auch mitgenommen. Es hätten ein paar mehr sein können, natürlich, ehrlicherweise. Aber zumindest mal hat irgendwie auch nicht wirklich was falsch gemacht. Ich glaube, das ist dann schon ganz okay für so ein Live-Trading. Irgendwie 17,5 Punkte jetzt hier auf der Uhr. Und hat er vielleicht dem einen oder anderen auch geholfen, so vielleicht nochmal den eigenen oder die eigene Idee für die Eröffnung halt zu überdenken. Und ja, wenn es dafür gereicht hat, dann freue ich mich natürlich auch, zumal es ja hier gepasst hat. Gut, jetzt habe ich nur hier kein Licht mehr. Es ist dunkel geworden. Hier so, Man sieht ne? sich, man sieht dich aber trotzdem. Ja, ne, Ich aber bin jetzt hier, wach ne? Guck geworden, mal. obwohl du Nelson nicht gesagt hast, aber. Muss hier nachher wieder meine Baumarktlampe aufbauen. Ja gut, dann mache ich das einfach. Ja genau, denn dein Elektroschocker war ja wieder an, Nelson. Ne? Ja, hat auch ohne Nelson, Stichwort Nelson, funktioniert. Okay, also dann sage ich an der Stelle mal, wo bin ich denn überhaupt hier in der Kamera? Ach da, da, Links, ne? ja, jetzt. Genau. Dann sage ich an der Stelle mal. Ja, danke schön fürs Dabeisein. Danke an den Nelson, dass du ab und zu mal wieder aufgewacht bist. Und dass du so früh aufgestanden bist. Also, nee, jetzt im Ernst, ne? Bei dir tut mir das echt immer leid beim Live-Trading. Der Nelson muss immer fahren von Köln bis nach Ratingen und muss dann um Punkt 8:45 da sein. Das heißt, durch den übelsten Berufsverkehr. Also, das ist halt echt. Schon hart, ne? Also von daher, du hast da mein vollstes Mitgefühl und ja, bin ich dir auch natürlich sehr dankbar, dass du das halt dann trotzdem um diese Uhrzeit halt immer hinkriegst. Und deswegen ziehe ich an der Stelle mal den Hut vor deiner ständigen Pünktlichkeit. Also wenn ich das machen müsste, dann würden die Webinare wahrscheinlich
immer irgendwie mal ein bisschen später anfangen als irgendwie angesetzt ist. Also dann danke an dich an der Stelle ganz, Ach ganz Quatsch, alles dolle gut. von meiner Seite. Gut, dann natürlich auch an FX Flat hier fürs Veranstalten, an die Teilnehmer fürs Dabeisein. Passt auf euch auf und der Nelson darf sich aber jetzt hier als letzter verabschieden. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, das stimmt, Dirk. Hat Spaß gemacht und vor allen Dingen Glückwunsch für die Trades. Und natürlich ein riesen Dankeschön an die Teilnehmer, dass ihr heute wieder live dabei waren und dem Dirk zugehört und zugeschaut habt. Freut mich natürlich. Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich, sollte heute auch mit dem Helpdesk-Webinar dann online gehen. Ansonsten glaube ich, sehen wir uns oder hören wir uns nächste Woche. Da ist NFP ist auch schon wieder einen Monat vorbei. Auch Bis schon dahin. wieder. Ja. Ja, genau. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch da wieder dabei sind. Bis dahin, erfolgreiche Trades, eine schöne Woche noch. Passen Sie auf viele Positionen auf und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.